Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Karte nach dem Marsch. Wir werden gleich starten mit Milchverkauf. Wir haben ein bisschen auf Lager. Und da gerade eine höhere Nachfrage ist bei der Molkerei, werden wir das mal gleich auch nutzen und entsprechend verkaufen. Das heißt, die stellen wir ab. Jetzt werden wir dann ganz kurz fliegen. In unserem LKW. Oh, wir sind hingeflogen. Jetzt starten wir ganz kurz. Dann schauen wir, unseren Milchanhänger haben. Den wir ja nicht, weil wir hier keine Gäre zu fahren, ne? Ein Grund. Erstens, weil es nicht geht. Zweitens, wäre doch nicht gerade. Hier ist eine dunkle Ecke. In der dunklen Ecke ist gut munkeln. Ach, Kalk auch noch? Ich wollte ja eigentlich mal noch Kalk rausbringen und so. Aber ich hab's mir überlegt. Es macht keinen Sinn, wenn wir näher Mitte, Ende Oktober umziehen auf die Vierfach und wir können ja das nicht mitnehmen. Und die ganze Arbeit zu machen, dafür, dass wir verkaufen, ach, das bringt ja nichts, das wollen wir ja nicht machen. Auch wenn es ein bisschen Geld bringen würde, aber gut. Das kann man sich in eine Pauschale einrechnen nachher und dann ist gut. Hier mal die Milch jetzt verkaufen. Kriegen wir noch alles rein. Und dann schauen wir nachher, ja, morgen weiter. Ist ja nachher, es Winter ist nachts. Hauptsache trocken. Weil Schnee, das arbeitet sich nicht. So, von Temperaturen kann man nicht meckern normalerweise, kein Frost im Sicht. Wir haben noch guten Preis für Weizen. Fruchtfolge habe ich Gras vorgesehen gehabt, größtenteils. Ja, habe ich, aber hat sich nur erledigt, ne? Weil hier ernten wir nichts mehr. Auf zur Molkerei. Ja, der schöne Hopfen, das wird wahrscheinlich irgendwann verdorrt sein, irgendwann. Ich glaube nicht, dass der jetzt noch wächst. Und ich weiß auch nicht genau, ob wir überall für im Frühjahr kommen. Das weiß ich nicht. Wir werden jetzt der Wintertag Nummer 2 bekommen, für ein paar Stunden. Bei der jetzigen Sicht werden wir gleich auf 30 hochgehen. Geschwindigkeit. Weil 60 wollen wir nicht so haben. Dann können wir gleich um die BGA kümmern. Im Grunde ist es egal, da können wir auch in der Morgen noch entsprechend hingucken. Ich bin aktuell schuldenfrei, das ist super. Oh, schönes Geld. Dann machen wir den anderen das besser. Das heißt, wenn wir die Felder einrechnen, dann die werde ich alle verkaufen. Da werden wir nicht lange rechnen, wenn wir verkaufen. Denn die Summe, die wir jetzt haben, werden wir rübernehmen. Dann werden wir auch die Gerätschaften wieder komplett alle neu kaufen. Weil das mir alles zu umständen. Oh je, Gegenverkehr, Gegenverkehr. Habe ich gar nicht erwartet, dass hier einer kommt. KI fährt ja nicht, aber dass er Kursblickfahrer hier fährt, damit habe ich überhaupt nicht mitgerechnet. Richtig erschrocken. So, der Händler ist links. Wieso ist es nachts so dunkel?
So. Blinker raus. Ich meine, Kurs der Phase ist sowieso egal. So, raus und hier rein. Richtung Hof. Stellen wir wieder ab im Dunkeln. Bei den Kühen. So, jetzt sind wir gleich zur BGH fahren. Entschuldigung, Süden. In der Süden darf sie noch unsere Autoload-Anhänger. Hey. Ganz wilder Fahrer. Aber hier rechts ist was gewachsen, und zwar Raps. Das kann man gleich mal gucken. Unser Raps ist gewachsen, das heißt Wachstum. Also nichts reif. Dunkelgrün wäre schön, aber haben wir nicht. Auch wenn der Raps gewachsen ist, ist für einen Raps nicht ungewöhnlich. Raps wird ja im Herbst ausgesät. Ich habe es heute vor einer Woche gesehen, dass da um ein Feld was steht, was aussieht wie Raps. Das war September noch. Ja, dann ist relativ früh, ne? Ich meine, da ist auch eine Berechnung dabei. Denn wenn eine Kultur drauf ist, dann ist auch entsprechend nachher die Wahrscheinlichkeit, dass Unkraut wächst, geringer, weil das deckt ja die Erde zu. Also die macht dem Licht Unkraut die Unmöglichkeit, Licht zu bekommen. Weil die werden Unkraut auch entsprechend behandeln. Aber wenn man aufpasst auf dem Feld, rechtzeitig bearbeitet, dann hält sich das Unkraut in Grenzen. Klar, wenn man so ein Feld jetzt einlandet, eine Woche, dann geht die Lager weg, brach liegen lassen würde, das wird sich sofort bemerkbar machen. Also wird sofort Unkraut wachsen ohne Ende. Aber so geht das. So. Ist natürlich ein dunkel bisschen raten, ne? Aber gut. Fahren wir noch zur anderen BGH. Schaffen wir noch. Nachts ist noch ein bisschen blöd, weil da fahren wir halt mit sehr schnellem Tempo. Oh. Und ich bin leider etwas, also ich war hier im Spiel nachtblind, also es ist dunkel. Ey, wo man ganz kurz innen an sich machen. Weil die Sicht ist echt bescheiden. Persönlich fahre ich geht nicht gern nachts. Muss ich früher viel Montage fahren. Aber ich denke mal, je älter man wird, umso unangenehmer ist es näher ein. Aber gut, das ist noch nicht anders. Ne? Ob hier je ein Bus fahren wird. Ja, unser Hopfen noch wird nicht mehr reif. Das habe ich aufgegeben. Ich habe es stehen lassen, weil ich mir die Mühe nicht mehr machen wollte, um das einzusehen. Ich habe ja teilweise noch Hafer ausgesät. Hafer und Raps, wie gesagt. Und
Ich habe mir so gedacht, ach Gott, wenn es reif wird, dann wird es reif und wenn nicht, ist auch gut. Ist ja eigentlich schade. Weil da fehlt ja ein bisschen Geld, ne? Apropos Geld, wird gleich was kommen. Ja, nicht schlecht. Also zusammen eine locker 1,4 Millionen. Da kann man nicht meckern. Da können wir sagen, wir gehen mit viel Geld auf die Vierfach. Für meine Fälle jedenfalls. Dann, wenn ich die Felder noch verkaufe, kommt auch noch was zusammen. Ja, irgendwie habe ich den Eindruck, ich habe mich hier verfahren. Aber, Alibi hat er noch einen zweiten Eingang. Ne? Und die werde ich mal auch ein bisschen, da ist leer. Und keine Ball mehr da. Wie gesagt, bei 60 ist es ganz schön hart. Das schaffst du nicht normalerweise. Oh. Fast alle weg. So. Muss ich mal kurz U deaktivieren und dann auf 3B drücken. Hier ist ein bisschen Licht. Und dann gleich ein paar genommen. Laden wir gleich wieder auf. Und nehmen den letzten auch noch gleich auf. Die Lohnzahlungen sind den Abfahrer geschuldet, der die Gärreste verkauft. Wieder U deaktivieren und dann B, B, B und Z. Kurz mal gucken, ob wir noch eine Gärreste haben. Entschuldigung. Gärreste, und da haben wir noch. Haben wir noch reichlich. Da kann er morgen noch einfach fahren. Bestimmt von der anderen BGH. Den LKW muss ich mitnehmen. Weil. Wir wollen noch Holz verkaufen, ne? Aber wir werden noch nicht im Dunkeln fahren. Na, den können wir hier nicht stehen lassen. Das ist riskant. Ich stelle mal hier einen Schuppen rein, dann mal. In der Halle. Und da wird der andere nicht stören. Hat ja Platz. Wir gehen mal gleich wieder zum Holz. Fuzzi. Da sehen wir auch nicht viel. Aber der hat ja Licht. Aber die heutige Folge hat sich auch wieder ändern gegen. Machen noch ein bisschen Holz, dann haben wir das auch heute geschafft. So. Dann können wir hier noch fleißig Holz machen. Jetzt haben wir Mitte Winter. Und morgen haben wir. Naja, jetzt haben wir gerade mal begonnen. Und sobald es hell ist, werden wir normal laufen lassen. Zum Glück ist hier kein Stehen gesagt. Obwohl die Heuer sagen, die Ungenauigkeit nimmt zum Ende der Zeitraum zu. Das heißt,
So, liebe Freunde, das soll es vorne gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal Tschüss und Winke Winke. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.